Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate 3. Wir sind in der Githyanki-Krippe endlich und wir haben hier wohl die Möglichkeit, den Parasiten entfernen zu lassen, indem wir hier mit der obersten Heilerin der Krippe einmal sprechen. A parasite. Vertical incision from pineal eye to end of notochord. Intestinal coloration consistent with samples 231 to 259. Do you have a question? Or are you just going to stand there gawking? I am a child of Gith, not discarded rat flesh. Am I not due your respect? Perhaps. Perhaps not. Let the Istik with you speak. And I will decide what respect you're owed. Okay, welchen Aufschluss erhofft ihr euch, wenn ihr das Ding da seziert? Nothing your kind is capable of understanding. The better question is, what brings an Istik to my infirmary? Wir versuchen mal zu sagen, dass wir wissbegierig sind und eure Lehrkünste scheinen nicht übel zu sein. Tja, da müssen wir wohl mal eine Inspiration einsetzen und nehmen hier den Bonus vielleicht nochmal mit. I have no desire to teach, though your request is understandable. You do not gain true knowledge by demanding it of others. It must be earned. Let's see what knowledge your labors have borne so far. Tell me, what is your understanding of ceramorphosis? Erläutert sie mir bitte. The stupidity encouraged on this plane never ceases to amaze me. Listen carefully. The tadpole is a parasite. Once it consumes enough of your brain matter, it instigates an excruciating transformation. Every fiber, every sinew of your being is torn apart and reformed into the repugnant flesh of a geich or illithid. Is Ceramorphosis. Okay, hört mal, ich habe euch nicht alles gesagt, ich bin infiziert. Is that so? Conscious of the tadpole's presence, yet able to pretend otherwise. Fascinating. You aren't the first Istik to require my treatment. Though you're the most lucid by some margin. Either your tadpole is special, or you are. We must find out which. Go to the Sathisk. I will ensure you are cured. Und was ist ein Sathisk? The apparatus at the top of those stairs. Quickly now. Time is of the essence. Even Githyanki rarely experiences Sathisk. So, hier unsere Zauber wieder ausführen. Go on. My time is vital. Do not squander it. Okay, dann gehen wir mal rein. The device is strange, made of taut flesh and pockmarked metal. It waits for something. The Sathisk. Vlakith's purity distilled. My duty. My right. Wir versuchen das Gerät mal zu untersuchen. Ah, klappt natürlich wieder nicht. Okay, aber Inspiration möchte ich dafür dann nicht nochmal einsetzen. The device is part organic, part synthetic. But you can't tell how it was made. Or how it works. Stand aside! My time has come. Ja, wir gehen mal zuerst. I will not.
I gave you my might. You will respect my charge. Okay, dann soll sie zuerst gehen. Praise Blackith. Let it be done. Sit, child. Let the Zathisk end your suffering. You must focus on the parasite at all times. The Zathisk will do the rest. An unseen blade cleaves your mind in two. Impossible pain sears your bones and body in concert with Lazel's. Blackith Tarfkinazin! Blackith Tarfkinazin! Yes, child. Speak the Tanakit. Meditate on its verses. You feel Lazel's mind rip and rupture. Is this purification? Is this the cure? Durchhaltende Zell, die Heilung ist die Qualen wert. Wir versuchen es mal so, oder? Oh, the cure! Blackith Mazathok is gazelle! You share in Lazel's agony. Every cell within her skull bursts into a constellation of fragments, sorted and reassembled. Lazel will die if she remains. Yes, child! Jamar, Zala, Blackith, call to your queen! My queen! Hear me! That thing's killing her! Your vision narrows. You sense myriad specters of Githyanki past. This is their fate. This is their anguish. Okay, sie wird sterben. Ja, täuschen machen wir. Hört mir zu, das Gerät verändert euch. Ihr werdet zu einem Illiciden. 30. Das werden wir wohl nicht schaffen. 26 kommen wir rauf, aber mehr auch nicht. I am becoming pure! Logical! 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 Yes, child. Face her will. Your marrow quakes within your bones. Behind the pain, a new sensation rises. Okay, der Traumbesucher sagt auf, wir sollen sie entfernen. Versuchen, das Gerät zu überlasten. Den Visionen folgen, die du gesehen hast, herausfinden, wo sie hinführen. Arkane Kunde, die Macht des Zeit-Isk als deine eigenen nutzen. Das machen wir mal. Auch 30. Meine Güte. Das werden wir wohl nicht schaffen. Ah, kritischer Erfolg, doch. Haben wir Glück. The many planes of existence stretch before you, then coalesce. You are gifted. You are cursed. Enough! Aber Lizelle lebt. Damn it all! The parasite! I still feel it! I am Githyanki! I will not be Geich! My life's work! Gone! And yet she lives! And so does her parasite! Her voice cuts with a fanatical edge, an obsession bordering on mania. If there's a chance the parasite lives, she wants it. Ihr ehrt euch, seht ihr es nicht in ihren Augen? Der Parasit ist tot. Wieder nichts hier. Okay, wir versuchen nochmal Inspiration zu nutzen. Ja,
Das wird wieder nichts hier. 12. Okay, dann kommen wir da nicht raus aus der Sache. Ein will ich mir aufbewahren hier. You're lying. You're protecting it. I knew it. The parasite's influence has grown. It has changed her. Changed you. We must extract it as soon as possible. Wait here. I will gather my tools. No! I followed the protocol! I must be cleansed! I followed protocol. I kept to my faith. Yet the Zathisk might have killed me. The Gustil tampered with it. Traitor! And there may be more still. This must be why the Inquisitors come. Ein verräterischer Doktor? Wie könnt ihr da so sicher sein? Vlakith does not abandon Githyanki. The Zathisk was tampered with. There is no other explanation. Now hurry. We must go to the Chirai and inform him of the Doctor's sedition. Okay, jetzt können wir hier schnell plündern. Bronzekelch. Daten der Krankenstation. Eine Liste von Githyanki-Namen und der Behandlung, die sie in der Krankenstation erhalten haben. Sie ist in der Gemeinsprache verfasst. Der Name Val taucht 47 Mal dort auf. Savage Kess, nichts liege mir ferner, als euch eure Arbeit zu erklären, aber dürfte ich vorschlagen, etwas wegen Val zu unternehmen? Er schröpft unsere Ressourcen, ganz zu schweigen davon, dass er meine Forschung unterbricht. Und ich würde ihn gerne einmal mindestens 2 Tage lang nicht zu Gesicht bekommen. Okay. Ein Nautiloidentank. Da haben wir nochmal 2 Parasiten. There's a parasite nearby. You should take a closer look. Ein gewaltiges Kompendium von Notizen, die mit klinischer Präzision die Sezierung von über 200 Illithiden-Parasiten dokumentieren, festgehalten in der Gemeinsprache. Probe 231, Beobachtung, externe Präsentation, Konsistenz mit früheren Proben, Farbe der Eingeweide jedoch unterschiedlich, interne Flüssigkeiten scheinen ebenso verfärbt und von mächtiger Magie durchdrungen zu sein. Magietyp und Zweck derzeit unbekannt. Notizen, ich sollte mich zur Magie in diesem Land einlesen. Meine Studien in Tunahat waren zwar umfangreich, umfassten aber nicht diese Art von Magie. Die Parasiten sind ungewöhnlich. Ich muss ähnlich abnormale Exemplare beschaffen, um ein Muster ableiten zu können. Okay, das war's. Dann gucken wir mal, was wir hier noch nehmen können. Wenn ein Gegner einen Abstand von bis zu 9 Metern einen Zauber wirkt, kannst du deine Reaktion nutzen, um psychischen Schaden in Höhe von bis zu 4 Grad des Zaubers zu wirken. Das machen wir mal. Stoße alle Kreaturen und Gegenstände um 6 Meter zurück. Beschwöre um dich oder einen Verbündeten einen flüchtigen Schild, der dem Ziel 10 temporäre Trefferpunkte gewährt. Das können wir nochmal mitnehmen. Achso, da müssen wir vorher das hier nehmen. Versieh eine Kreatur mit Macht, die heilt, wenn die Kreatur angreift, sie jedoch auch verwundbar durch alle Schadensarten macht. Deine Ziele sind bei Angriffswürfen im Nachteil und erleiden bei jedem gescheiterten Angriffswurf 2 bis 12 Schaden. Ja. No time to dally. Okay, also Schatten jetzt möchte keinen Gedankenschinder. Keep your distance. Die anderen beiden hatten wir schon überredet. Nehmen wir erstmal die passiven Boni wieder, würde ich sagen. At least things have stayed interesting. Okay. Oh, die hat uns eingeschlossen. Sollen wir jetzt hier warten, oder? Smoke rises like hot breath. But whatever semblance of life once powered the Zathisk is gone.
Ja, dahinter kommen wir auch nicht weg. Gut, dann muss Azarion das Schloss einmal knacken. Let's go. With pleasure. Still alive, so that's progress. Oh, die greifen uns an. Okay. Die ist zuerst dran. Versuchen wir die vielleicht mal auszuschalten direkt. Mit einem kritischen Treffer. Sauber. Dann sind wir jetzt nämlich weiterhin dran. Stehen so schön beieinander, da müssen wir einfach die Dolchwolke nehmen. Okay, die hat Gegenzauber auf uns gewirkt. Schade, die hat das abgewendet. Das ist sehr schade. Würde denn noch machen? Schutzgeister beschwören. Wir kommen da dran nicht vorbei, weil Noramon da jetzt so doof steht. Fehlgeschlagen. Bei 75%iger Wahrscheinlichkeit. Das ist immer so. Weiß ich auch nicht. Dann da rausspringen? Ja, das geht. Ich habe überlegt, ob wir das nutzen sollen, aber wird sicherlich noch einen Kampf geben, wo das vielleicht mehr Sinn macht. Na, haben wir den jetzt getroffen oder nicht? Ja, okay. Die meisten ausgeschaltet. Ich glaube, wir sollten die Heilerin hier ausschalten. Oh, die steht jetzt auch ein bisschen im Weg. Die kommen auch noch dazu. Dolchwolke. Sehr gut. Ja, wir bleiben mit Azarion erstmal hier hinten. Let's go. Folge. Ach, sie wieder. Hat wieder aufgehört damit. Dann springen wir hier mit einfach mal vorwärts. Und verschwinden hier um die Ecke. Time to deal some punishment. Ein Trefferpunkt noch. Okay, sehr gut. Ja, schalten wir erstmal die beiden anderen aus hier. Oh, Blindheit auf Azarion. Schade. Und er ist auch wirklich blind.
Das ist jetzt natürlich schade. Können wir eigentlich nichts machen. Nebelschritt könnten wir vielleicht versuchen. Aber ja, weil wir den Ort nicht sehen können, ist auch das nicht möglich. Zumindest beißen. Cool. Immerhin. Still on my feet. Breathe deep and move. Sehr gut. What should I do? Strike hard, strike fast. Ein Schattenherz verfehlt mir zu oft. Das ist immer sehr schade. Okay, Kampf gewonnen. Auf jeden Fall einiges dabei. Krankenstationsschlüssel. Naja, den brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Sind restlos überladen. Amulett der des Aberrationenjägers. Ein Gesjanke, der dieses Amulett trägt, ist bei Intelligenzrettungswürfen im Vorteil. Okay, das brauchen wir aber nicht. Die Sachen können wir, glaube ich, auch erstmal ins Lager legen. Das wandert darüber. Der dahin. Nachher an den nächsten Dämmermeister. Das bewahren wir uns nochmal auf. Und die Sachen, die können auch erstmal weg. So, the Githyanki have no cure for our condition. Unless you count death as a cure. I won't pretend to be surprised. In der Tat. Ring der Elementardurchtränkung. Wenn du Blitz, Feuer, Kälte, Säure oder Schallschaden mit einem Zauber der Zaubertrick bewirkst, tränkt dieses Element deine Waffe. Okay, aber auch das brauchen wir erstmal nicht. Schicken wir ans Lager. Gisianki Plattenrüstung. Wiegt einiges, ist aber auch ein bisschen was wert. Kommt erstmal zu Lizelle rüber. Achso, Schloss knacken. Moment, das machen wir natürlich mal. Dann können wir auch sehen, was da drin war. Haben die Githyanki-Kinder hier so ein bisschen geärgert. Okay, da war eine Katze drin. Alles klar. What's in here? Moving ahead. Färbemittel Blassrosa. Ja, wer möchte seine Rüstung denn in Blassrosa tränken? No traps, please. Haferbrei mit Obst. I'm so tired. How do people do this all day? Ich hoffe, dass der Rest der Krippe jetzt nicht auch gegen uns ist.
sondern dass sich das hier auf den Krankenflügel beschränkt hat. Okay, das sieht gut aus. Ja. I should speak up. Was sagt er? You did this. The Inquisitor is going to gut us one by one, and it's all your fault. Woher weiß er das, dass wir das waren? Okay, also der Rest ist auf jeden Fall gut auf uns zu sprechen. I'd expect to see 15 eggs at the very least. Okay, das ist wohl hier die Brutstätte. Is Sticker permitted to view the birthing pools now? These are strange times. Step carefully while here. Our hatchery is protected by lethal safeguards. I do not wish to pick your remains from them. Ich dachte, in einer Aufzuchtanstalt gäbe es mehr Eier. Most are hatched. Only one remains. Monitored by Varsh Koku, the caretaker of our young. You may speak to the Varsh if you wish, but stay away from the egg. There will be no second warning. Okay, es gibt keine zweite Warnung. You linger still. Ich möchte mit dem Aufseher sprechen. You will find Varsh Koku watching over his clutch of one. Follow the rocks through the acid, but do not approach the egg. Okay, welche Steine denn? Da ist ein Stein. Da. Ah ja, da kommen wir rüber. Kleiderschrank. Ein paar Klamotten drin. Notiz für Varsh Koku. Mal gucken, was drin steht. Diese Botschaft wurde in der Gemeinsprache niedergeschrieben. Koku, bald trifft eine neue Lieferung ein, falls ihr immer noch hofft, dass dieser letzte Schlüpfling endlich aus dem Ei bricht, dann gebt auf. Wenn das Junge nicht alleine schlüpfen kann, ist es unserer nicht würdig. Zerstört das Ei und vergesst die Angelegenheit. Kisrak Terezin. Ja, das kann auf jeden Fall auch erstmal alles wieder rüber hier. Zack. Und das zu Astarion erstmal rüber. Wieder eine Falle. Ja, wir gucken mal, dass wir die hier hinterher holen. Die muss Astarion auf jeden Fall mal entschärfen. Kann ich auch schon mal mit anfangen. So, und Lizelle kommt natürlich auch noch hinterher. All is ash and meat. Da hinten ist das Ei, da dürfen wir aber nicht hin. Wir sollen hier mit ihm sprechen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Dann gucken wir mal, was er uns hier so zu erzählen hat und ob wir vielleicht irgendwie an das Ei kommen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.